Oh. Also, ja, das mit dem Holz muss ich dann gucken, wie ich das alles da mache. Und wo ich das genau aufbaue und so weiter. Die Zentrifuge hier kann jetzt ja wohl erstmal weg. Weil für nichts anderes haben wir die gebraucht, außer für die Schwefelgeschichte, die Schwefelbäume. Silber wird hier eingelagert. Kohle. Blöcke sind ziemlich viele. Die halten ja doch recht lange. Im Süden, nee, im Osten ist ein Angriff. Nee. Nee. Ja, das ist, weil ich da jetzt Landmasse aufgeschüttet habe und weil die jetzt von da kommen können. Das heißt, ich sollte relativ flott neue Mauern bauen. Warum, 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 warum? Neue Mauern bauen, damit wir das da runterziehen können. Dann bräuchte ich allerdings auch die Dinger hier. Alle. Um noch mehr von den Tower Defense Laserdingen zu bauen. So diese 3x3 Blöcke. Und warum habe ich hier Sachen auf den Boden geschmissen? Das sind Replikatoren-Dinger, ne? Ja, Photonic Replik. Das sind sogar die guten, oder? Ja, das sind die guten. Okay. So, bau ein paar davon, ist okay. Ja, lohnt sich auf den Boden zu gucken. Allemal. Das Ding hatte ich ja auch einfach nur hier hingesetzt, weil es gerade in meinem Inventar auf dem Weg lag. So, du brauchst auch wieder Stein. Damit das durchgehend läuft. Dann haben wir immer noch keine roten Tränke, weil das nicht durchgehend läuft. Und den kriegst du jetzt jeweils ein Stack Stein. Damit wir Mauern herstellen können. Gold und Glas hätte ich gerne. Na, wobei Glas braucht man nicht so viel. Das kann da rein. Achso, setzen wir einfach die hier durch bessere. Aber mach mal Eisen zuerst. Eisen braucht man momentan noch mehr als Kupfer. Das wird sich später umdrehen, aber momentan ist Eisen eher wichtig. Ja. Also, doppelt so schnell, doppelt so viel Pollution. 2,3 mal mehr Energieverbrauch. Aber die sind nicht so viel schlimmer, die jeweils höheren Stufen. Ja, völlig okay. Das heißt, davon sollte ich eigentlich auch noch mehr bauen, damit wir wieder mehr Eisen haben, damit wir mehr alles haben. Wobei Eisen staut sich ja gerade, ne? Das ist eine sehr komische Entwicklung. Eine sehr positive Entwicklung, aber eine sehr komische. Also vielleicht doch lieber, wenn ich die 5 jetzt gebaut habe, Kupfer wieder ein bisschen mehr pushen. Achso, und Roboter. Roboter, 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 Roboter. Ich muss unbedingt von hier unten. Also erstmal brauche ich einen besseren Weg durch die Lavalampe hier durch. Ich verhedder mich hier jedes Mal. Ja, und dann hätte ich gerne davon ein paar. Und hier Batterien, go. Wo noch keiner ist hier hergestellt, weil keine weißen Chips hier auftauchen. Was? Zwei Roboter. Hui. Gut. Ah, noch was, was dafür sprechen würde, dass wir Skynet gar nicht vollautomatisieren, ist das Verdoppeln. Wir könnten ja die Roboter oder irgendeine Subkomponente, die auch teilweise recht teuer ist, verdoppeln, wenn wir es selber herstellen. Ja, das ist ein Punkt. Mach mal dich weg. Und tu mal bitte die fertigen Dinger da hier oben in die Kiste. Wir brauchen unbedingt schnellere Fabriken hier. Gar nicht. Go, go. Bessere Fabrik. Abbrechen. Aha. Fabrik. Da. Du kriegst noch mehr braune Chips. Du kriegst noch mehr Stahl. Bitte schön. Kriegst ein paar Eisenplatten. Und das ist schon Eisen. Ja, fehlt dir irgendwas? Wieder kein Kupfer hier drin. So. Das ist soweit auch alles gut. Oh, genau. Flüssigkeiten. Leichtöl staut sich. Leichtöl weg. Leichtöl weg. Schweröl ist alle. Petroleumgas ist alle, jo. Und das Ding, der wird ratzefatz zu voll sein? Nee, nicht ganz.
So, bau nochmal 4 von denen. Okay, 2 von denen. Ja, guck dir das mal an. Extra Roboter geschenkt bekommen. Schöne Sache. Weep. Wie viel haben wir jetzt? 38 Roboter. Ja, sauber. Sehr, sehr schön. Achso, du musst jetzt von da auch nichts mehr nehmen. Ihr seid jetzt erstmal alle ausgeschaltet. Bis auf weiteres. Was noch, was noch, was noch, was noch? Oh, wir haben keine gelben Kisten. Ja. Bau eine gelbe Kiste. Die gelbe Kiste mal hier hin. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass die Roboter das hier abbauen. Die 3 Construction-Roboter, die wir haben. Ja, das wird gar nicht da rausgeholt. Das wird alles gar nicht hier gemacht. Ich helfe mal kurz ein bisschen beim Abreißen. Ich muss nämlich an meine Maschinen rankommen. Die müssen da nämlich weg. Genau, wir brauchen nur eine Reinlegmaschine. Wir brauchen nicht die Rauslegsachen. Das heißt, hier kommt eine Requester-Chest hin. Und zwar für das Holz. Für Schwefelholz. Da. Keine Motorblöcke reinschmeißen. Ja. Für viel mehr Holz. Jetzt liefert es hier hin. Ja, Problem ist nur, das ist dann in der blauen Kiste und nicht in der roten. Und das ist alles nicht ganz so schön. Muss ich aber später dann genau hinfriemeln. Also wir können es mit intelligenten Ärmchen natürlich genauso machen, dass es nur so viel hergestellt wird, wie es hergestellt werden soll. Und blubdiwupp, aber nee. Ist nicht so toll. Aber es jetzt zu machen. Ich habe keinen Nerv drauf. So, Stahl sieht sehr gut aus. Was ist, wenn die Eisenkisten voll? Ah. Oh. Also ja, Eisen staut sich auf den Fließbändern, aber so wirklich viel kistenweise voll Eisen haben wir nicht. Kupfer allerdings auch nicht. Okay. Damit kann ich leben. Das heißt, ich kann mich jetzt ranmachen, dafür zu sorgen, dass die Kisten irgendwann mal voll werden. Mache ich das wie? Mit mehr von den Photonic Replicatoren, richtig? Das heißt, ich schnapp mir jetzt mal diese Dinger hier. Nur 30 Stück. Woran mangelt's? Stahl? Magneter. Angriff unten rechts mal wieder. Oh, stimmt. Ich wollte auch noch die Mauer bauen. Weiterbauen. Gib alles her. Ja, hier unten. und bau mit dem restlichen Stein mal bitte Landfill. So. Mauer? So, habe ich doch gar nicht gebaut. Bau Mauer. So, Landfill ist da. Zieh das bitte mal hier runter. Ja, die Höhe hier müssen wir dann gucken. Piu, piu. Wom, 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 weil die Türme da am Weg sind. Okay. So. Ein Water Begone. Ein Water Begone. Hier hin. Hä? Mehr Landfill. Oh, und die Logistik Robot Cargo Size ist fertig. Das heißt, sie können jetzt noch mehr tragen. Das ist sehr schön. Dann hätte ich gerne als nächstes die Geschwindigkeit erhöht. Na jup. Und das hier zu. So, Doppelmauer. Mauer, Mauer, Mauer da. Runter. Ich weiß, was ich tue. Keine Sorge. Der eine oder andere mag sich fragen, warum machst du nicht einfach dazu?
weil ich gerade mehr Platz haben möchte. Die ganzen Lavalampen verbrauchen so viel Platz inzwischen, dass ich auch gerne hier bis ganz nach unten gehen würde, auf dieselbe Höhe wie da, also bis hier, und das ganze Wasserding hier zwischen einschließen. Und gib mir mal komische kleine Bällchen. Und Leichen, aber gut. Und wir brauchen definitiv viel mehr Stein. Wir brauchen das Stromnetzmuster überhaupt. Das ist hier so durcheinander. Das hier ist das Richtige, ne? Ja, das da war nur so ein Backup-Pol, falls der andere Pol mal zerstört wird. So, das heißt, der hier kann auch weg. Der da ist eh falsch. Die Gegner kommen immer noch von oben rechts, also sollten die unten gar nicht erst hinlaufen. Richtig? Ich glaube schon. Da können wir noch einen hinsetzen? Können wir noch einen hinsetzen. Schön. Wir werden auch noch Gates hier brauchen. Wir werden die ganzen Laserdinger brauchen. Aber ich glaube, wir haben jetzt nicht die Ressourcen für das Ding da. Nee. Da bräuchten wir erstmal wieder diese Block Battery Cells und wir brauchen Steinmauern. Ja. Ist in Arbeit, Jungs. Ist in Arbeit. Ich habe noch keinen Stein mehr, weil ich überall Lindfell gebaut habe. Rote Tränke kommen. Das ist gut. Auch wenn es viel zu wenig sind. Hilft mal ein bisschen aus da. So, rote Tränke bauen. Was will ich gerade holen? Genau, Stein von unten von der anderen Anlage. Hier durch, dadurch, dadurch. 53 Frames? Ernsthaft? Woran hapert's? An weißen Chips. Okay, weiße Chips hole ich gleich. Her damit, her damit. Ah, das ist schick. 53 potenzielle MK2 Logistikroboter sind das. Aber das wird mir den Chips nicht hinhauen, richtig? Chips laufen nach oben, Chips gehen hier hin. So. Ganzen schönen Chips werden zu blauen Tränken gemacht. Schnief. Aber ja, das war der Plan, aber trotzdem. So, baue jetzt mal davon welche. Weak Capacitor fehlen. Ja, kommt. Es kommt alles. So, erstmal kriegst du wieder einen kleinen Schwung. Damit ihr nicht aufhört zu arbeiten. Das wäre nicht so toll. Die müssten auch bald nachgefüllt werden. So. Du. Was? Du, du. Haben wir noch Schmelzöfen? Ja. Mehr Schmelzöfen. Warum wollt ihr da Stahl reintun? Seid sehr komisch. Achso, weil keine Fabrik angeschlossen. Ja, okay. So, rein, rein, rein. So. Mehr davon. Und unsere persönliche Schmelzanlage mausert sich langsam. Kommt gut was zusammen. Na schön. Gib mir das da. Gib mir grünes Grizzelzeug. Das waren Charge Chunks. Ich glaube, davon haben wir nichts mehr. Sie müsste jetzt loslaufen, grünes Kristallzeug holen. Und warte mal. Du bist ganz knapp nicht im Einzugsbereich. Und das müsste, wenn, dann eh eine blaue Kiste werden. Und du hättest dann ganz gerne immer Eisen. Ich habe kein Eisen dabei, null Nada. Ach, okay. Einmal Ressourcenbeschaffung. Gehen wir aber hier hin. So, Eisen. Wo wollte ich das Eisen für haben? Grünes Grizzelzeug war. Ah, hier. Genau, ich wollte grünes Grizzelzeug haben, bin hier dran vorbeigelaufen und fiel mir hier auf, dass gar kein Eisen da ist. Für die Magneten. Damit wir aus den Magneten dann die Superkonduktoren machen können und ich die rausschnappen kann. Gib mir her. So, Forschung. Wir haben einmal Speed, einmal Logistik für die Roboter gebaut. Wir könnten gleich nochmal Speed hinten ranhängen. Uff. Wart mal.
sind schon ein bisschen flott, aber ein bisschen flotter schadet auf keinen Fall. Wobei ich denke, es ist eher die Anzahl an Robotern, die wir erhöhen müssten. Weil sobald ich anfange, hier hinten alles zu automatisieren, dann brauchen wir wirklich hunderte davon.